Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Donnerstag, der 10. Februar. Mein Name ist Carlos Martins. Es ist 8 Uhr 37 und wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor. Sie hören uns live aus Hamburg hier in unserem Live-Trading-Raum. Und wie immer schauen wir erstmal auf die rechte Seite. Wir sehen hier den DAX bei 15.539. Wir sehen eine kleine Box unter 20. Wenn die sich blau verfärben würde, würde ich sogar hohes Risiko heute eingehen. Jetzt bleiben wir aber erstmal bei 15.507 zu 15.492. Das ist die Big Number und die werden wir jetzt aktivieren. Big Number wird jeweils, meine Damen und Herren, nur einmal pro Level getradet. 15.507, 15.492. Wo legen wir unsere Take Profits? Einmal hier. Einmal hier. Und dann jeweils hier, dort. Und wir hätten unter dem Daily Pivot auch die Möglichkeit, dann nochmal die 50er Zone hier ranzutraden. Und dann jeweils hier die Big Number. So sieht das kleine Feld aus. Schauen wir in die Vergangenheit. Was gab es gestern? 18 Punkte, eine Box, aber abends. 27, 28er Box, frühen Abend, die 19er Box, unter 20, ja, wir sehen es hier, 15 Punkte, hat nicht ganz gereicht und ist dann 1, 2, 3 und dann erst hier unten weggebrochen. Ja. Also auch hier. Um 15:43 gestern die Musik eher in den Vormittagssession gewesen. Die Blue Box, die Vola Boxen, gestern Nachmittag auch hier eher seitwärts. Und gestern sind wir hier, wir sehen es, nicht in den Trade reingekommen in der Vormittagssession. Wo kommt die Vola Box heute rein? Bei 15.500 und 15.534, also da, wo wir jetzt aktuell uns befinden. Das heißt hier auch für alle, die in Hedge-Auflösung nicht mit diesem Risiko, großen Risiko eingehen, sondern normalen Risiko. Das ist nur der Hinweis. Und jetzt blicken wir einmal auf die Märkte und fangen an, wie immer, die letzten Tage unten bei und starten bei Ethereum. Zickzacklinie. Daily Short. 4 Stunden Long. Stunde Long. 30 Long. 15 Short und 5 Minuten Long. Bitcoin. Daily Short. 4 Stunden Long. Stunde Long 30, Long 15, Short und 5 Minuten Long. Dow Jones. Daily Long. 4 Stunden Long. Stunde Long. 30 Long. 15 Long und 5 Minuten auch Long. Also da ist alles wieder in Richtung Norden. S&P 500, Daily Short, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Technologiebörse Nasdaq, Daily Short, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Öl. Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Short, 30 Long, 15 Short und 5 Minuten Long. Gold, Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 auch. Gold also Richtung Norden und The DAX, Daily Short, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long Air. Also hier
falls wir uns für eine Richtung entscheiden, irgendwann da gezwungen werden, ja, die Tendenz in den Märkten ist eher long als short aktuell. Das ist nur der kleine Hinweis. Und jetzt gehen wir in MTX, schauen uns MTX an. Und da kommt gleich eine Kerze. Bereiten uns schon mal vor auf unsere Swissbox. Falls es gleich ein Signal gibt, werden wir mit der Box einsteigen. Sekunden jetzt bis zum Start. Der Countdown läuft. 15.561. Wir sind jetzt über den aktuellen Bereich 58, eventuell wechseln wir gleich die Big Number. Und los geht's. Links haben wir die Holder Box. Dann der Eröffnungskurs 30. Gehen auf die 15,6 einmal nach oben. Falls der Markt jetzt nach oben durchzieht, sind wir long dabei. Und noch hat er nicht, ist er nicht reingestochen. So. Und ein Punkt fehlt noch. Wir haben die blaue Linie angeteasert. Und 0,05. Sind wir jetzt, sagen wir, dass wir die Unterstützung jetzt, die 50er Marke, nochmal berühren. 54 ist eine leichte Unterstützung. So, nochmal ein Versuch. Es ist 9:26 Uhr. Wir blicken mal auf unsere 5-Minuten-Strategie MTX. Da hat sich noch nichts ergeben. So, wir sehen hier auch ein bisschen die Unterstützung bei der 57,56. Auch hier nochmal schön zu sehen auf dem Level 54, wo der Kurs sich befindet. Oh, jetzt sind wir bei 0,8 und wir schließen. Tagesziel erreicht. 0,10, das ist ja unser Tagesziel. Und somit schließen wir auch den Trade. Und auch für die YouTuber haben gesehen, dass nicht nur wir kurzfristig, sondern auch versuchen, einen Trade mal länger laufen zu lassen. Der nächste Trade ist schon gleich in Anbahnung. Das wäre dann die Zielmarke 15.534, die Vola-Box. Also, ich verabschiede mich bei den YouTubern für unser Videotagebuch und wir hören uns morgen.
und wir machen im Live-Trading-Raum jetzt.